Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podium Wer gestaltet die Zukunft der Schule? Prozesse zur Umsetzung des globalen Lernens unter der Lupe. Ich begrüße alle ZuhörerInnen, ich begrüße alle Podiumsgäste für heute. Ich sage Hallo zu allen BildungsinnovateurInnen, auch zu allen zuschauenden UmweltaktivistInnen, die sich für Bildungspolitik und Lehr-Lernprozesse interessieren. Und ich sage natürlich auch ein herzliches Willkommen und Hallo zu allen anderen Interessierten, die heute über eine Zukunft für alle Kongresskanäle zugeschaltet haben. Ich habe jetzt das allererste große Vergnügen, ein super, super spannendes Podium vorzustellen. Genau gesagt vier GästInnen, mit denen ich die nächsten anderthalb Stunden ein gemeinsames Gespräch führen darf. Mit uns hier im Raum und auf unserem digitalen Podium heute ist Jona Blum. Jona Blum ist genau wie ich Erziehungswissenschaftlerin. Sie ist auch Bildungsreferentin im Konzeptwerk Neue Ökonomien, also Teil des Ausrichterteams der Zukunft für alle Tagung und hat hoffentlich die letzten Tage trotzdem genug Schlaf abbekommen. Sie ist Mitbegründerin der Freien Schule Reflekta in Leipzig über den Verein Gleichwürdig Miteinander Lernen e.V. Und ihr Schwerpunkt ist die Transformation von Schule in Lernlandschaften, die Menschen unter anderem dazu befähigen, das Zusammenleben in einer gerechten, zukunftsfähigen Gesellschaft mitzugestalten. Sie hat mir auch erzählt, dass sie zurzeit ihre Abende gern mit Musik und Tanz verbringt und jetzt schon so teils dem Sommer nachtrauert, denn sie braucht unbedingt das Wasser für ihr persönliches Wohlbefinden. Jona, ich freue mich, dass du dabei bist und freue mich auf das Gespräch mit dir. Hallo. Hallo, danke, ich freue mich auch. Als zweiten Gast begrüße ich Tina Schauer. Sie ist ehemalige Gesamtschullehrerin, aber heute am Hessischen Kultusministerium Hessische Landeskoordinatorin für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und sie arbeitet momentan an der Entwicklung eines Tina arbeitet zurzeit an der Entwicklung eines Leitfadens für hessische Schulen und sie plant Bildung für nachhaltige Entwicklung, Fortbildung für alle schulischen Akteure und vernetzt MultiplikatorInnen im Bereich. Sie ist ebenfalls Mitglied der Beratungsstelle für ökologische Bildung und als Rektorin und Ausbildungsleiterin am Studienseminar in Bad Vilbel. Sie hat mir erzählt, dass sie unter anderem einen BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklungskongress in Planung hat. Und neben ihrem Beruf ist sie super gern in der Natur unterwegs, wandert sehr, sehr viel und ihr Traum ist eine richtig, richtig lange Trekkingtour. Ich hoffe, das klappt irgendwann. Tina, herzlich willkommen auf dem Podium. Hallo, ich freue mich auf das Gespräch gleich mit euch. Vielen Dank. Nadine Golli ist Sozialwissenschaftlerin und psychosoziale Beraterin. Sie hat mehrere Jahre in der universitären Lehrerinnenausbildung gearbeitet, ist auch jetzt noch tätig, speziell im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zum Beispiel eine Zeit lang an der Leuphana-Universität in Lüneburg, was eine Hochschule ist, die Nachhaltigkeit in Forschung, Bildung, aber auch in gesellschaftlicher Partizipation und im Campusbetrieb großschreibt. Sie ist auch beteiligt an Diversity Education, zum Beispiel über die Stiftung der Universität Hildesheim. Und sie ist auch Gründerin von Carvi. Carvi ist ein Kollektiv. Und dieses Kollektiv vereint Perspektiven aus beratender und pädagogischer Praxis, kritischen Sozialwissenschaften und schwarzem politischen Aktivismus. In diesem Rahmen veranstaltet sie rassismuskritische Fortbildung und Workshops und hat vor allen Dingen den Anspruch, empowernde und emanzipatorische Lehr- und Lehrräume zu
schaffen und das für alle. Das heißt, sie schaut auf globales Lernen aus einer rassismuskritischen Perspektive. Und ich freue mich, dass sie auf dem Podium ist, denn sie ist auch Mitinitiatorin des offenen Briefes Decolonized Orientierungsrahmen aus dem Jahr 2014. Auch für sie, genau wie für Jona, ist Wasser ein super, super wichtiges Element. Sie ist super gern am Meer und war vor Corona gerne auf Filmfestivals unterwegs und hat das jetzt gerade substituiert, indem sie gesagt hat, sie veranstaltet ihre eigenen kleinen Filmfestivals bei sich zu Hause. Herzlich willkommen, Nadine. Ja, vielen Dank für die Einführung und die Einladung, am Podium beteiligt zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Last not, but not least möchte ich Mandy Singer-Brodowski vorstellen. Sie ist ebenfalls Erziehungswissenschaftlerin. Und schon während ihres Studiums gründete sie das studentische Netzwerk Nachhaltigkeitsinitiativen, Netzwerk N. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie als Referentin für das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie. Während der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ja bis 2014 dauerte, war sie Mitglied des diesbezüglichen Nationalkomitees. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin, genauer gesagt am Institut Futur und da unter anderem mitverantwortlich für das Monitoring des nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung. Darüber wird sie uns bald noch mehr erzählen. Sie ist Mitglied im Fachforum Hochschule dieses UN-Weltprogrammes und zu ihrer Person weiß ich, habe ich herausgefunden im Vorgespräch, dass sie super gern schon sehr, sehr früh aufsteht, nämlich schon so gegen 4 Uhr und außerdem Waldspaziergänge liebt. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung für das Podium und auch ich freue mich total auf das Gespräch mit euch. Obwohl sie und ihr da draußen die Personen nicht sehen könnt, aber ich bin froh über weitere Unterstützung bei uns und zwar die Chat-Moderatorin Nadine, an die ihr Fragen schicken könnt, denn wir haben am Ende des Podiums noch ein Stück Zeit für alle Fragen, die sich ansammeln, für alle, die zuhören. Und außerdem freue ich mich darüber, dass wir eine Person vom Awareness-Team mit uns haben. Ein Awareness-Team als zentrales Element für ein diskriminierungsfreies Podiumsgespräch, bei dem sich alle wohlfühlen. Und unser Awareness-Team der Person heute ist Fu. Fu, herzlich willkommen und vielen Dank im Voraus. In Bezug auf diskriminierungsfreies Podiumsgespräch haben wir uns in Kürze auf einen Verhaltenskodex geeinigt. Und ich hoffe, der ist auch für alle Zuhörenden und zukünftigen Fragestellenden komplett in Ordnung, um wirklich sicherzustellen, dass wir uns alle wohlfühlen. Und ich hoffe, der kann jetzt kurz eingeblendet werden. Denn hier geht es vor allem darum zu wissen, dass unser Podium ein Gesprächsraum ist zum gemeinsamen Lernen. Wir als Podiumsteilnehmende und ihr sie als ZuhörerInnen, wir haben unterschiedliche Positionierungen, wir haben unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, vielleicht aber auch gar keine. Wir haben unterschiedliche Privilegien und es bestehen tatsächlich auch persönliche Verletzungen, ganz klar. Für ein respektvolles Gesprächsraum ist es, glaube ich, wichtig, kein nonverbales Missfallen auszudrücken, eigene Beiträge immer konstruktiv zu formulieren, am besten Ich-Botschaften womöglich und wo sinnvoll zu formulieren und ganz, ganz wichtig, auf rassistische, sexistische oder andere diskriminierende Sprache zu verzichten. So. Jetzt freue ich mich, in das Gespräch einzusteigen und starte mit der allerersten Frage direkt an Mandy. Denn Mandy, du bist, wie vorher erwähnt, Teil der Arbeitsgruppe, die die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Bildung, nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, überwacht bzw. kontrolliert. Würdest du für all die EinsteigerInnen,
die uns jetzt zuhören, einen kurzen Überblick geben. Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung? Und was ist im Aktionsplan von wem anvisiert, für wen? Und was seht ihr für ein Team in eurer Monitoringgruppe am Institut Futur? Ja, gerne. Das ist natürlich ein super großer Einstieg. Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung? Ich würde Bildung für nachhaltige Entwicklung als Fähigkeit beschreiben, die Utopien, die hier auf dem Kongress geschaffen wurden, zu realisieren. Also Wirklichkeit werden zu lassen, gesellschaftliche Transformationsprozesse zu verstehen und mitzugestalten in den ganz verschiedenen Arenen, in denen wir uns als Individuen bewegen. Das heißt, in den sozialen Bewegungen, in den Parlamenten, egal ob auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, auch in zivilgesellschaftlichen Initiativen, großen Dachverbänden, in den kleinen Initiativen für nachhaltige Stadtgestaltung oder auch in Start-ups, Unternehmen. Das heißt sozusagen BNE als wirklich die Fähigkeit zu verstehen, wie können wir Zukunft anders denken und welchen Beitrag können wir selber als Individuum, als Teil von sozusagen Kollektiven dazu leisten. Das ist mein Verständnis von BNE, also so eine Art Agency zu haben, Strukturen, in denen ich mich bewege, tatsächlich auch zu verändern und sozusagen zukunftsgerechter zu machen. Der nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde jetzt geschaffen, gestaltet von ganz verschiedenen Akteuren. Ich glaube, insgesamt haben da über 600 Akteure mitgewirkt aus verschiedenen Kontexten, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Verwaltung und andere Kontexte, die Bildungspraxis vor allem auch, die für die unterschiedlichen Bildungsbereiche Ziele und Maßnahmen formuliert haben, wie Bildung für nachhaltige Entwickler stärker in die Strukturen des deutschen Bildungssystems gelangen kann. Das heißt, für die frühkindliche Bildung wurden Ziele und Maßnahmen formuliert, wie die Integration, die Aufnahme von BNE in den Bildungsplänen für die Kindertagesstätten. Die gibt es auf Landesebene, in jedem Land einen anderen Bildungsplan, unterschiedlich ausgestaltet. Wie kann das da reinkommen? Oder für die Schule, wie können Partizipationselemente in Schulen geschärft, gestärkt werden? Wie können sozusagen Schulen sich insgesamt nachhaltiger ausrichten, auch im Hinblick auf das Schulessen oder die Stromversorgung? Im Hinblick auf die Hochschulen und so weiter. Das heißt sozusagen, der nationale Aktionsplan hat wirklich für jeden Bildungsbereich ganz unterschiedliche Ziele und Maßnahmen formuliert. Und man muss sagen, das ist ziemlich einzigartig, international auch, dass das geschaffen worden ist. Und die Erstellung dieses Aktionsplans im Jahr 2015/16 war auch ein bisschen ein Lehrstück in deutscher Bildungspolitik, weil man gesehen hat, das wurde vom Bund, von der Bundesebene, einen Prozess initiiert, in dem die Länder mitwirken sollten. Die Länder wollten aber möglicherweise andere Ziele und Maßnahmen formulieren als der Bund und der wiederum andere Ziele als Zivilgesellschaft oder Wissenschaft. Das heißt, es war ein unglaublich großer Aushandlungsprozess, bis man sich zu diesem Papier einigen konnte. Aber ich glaube, er ist im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Du hattest die UN-Dekade angesprochen, Anne. Da gab es auch nationale Aktionspläne. Im Vergleich dazu ist er sehr ambitioniert, sehr umfangreich und sehr ambitioniert. Und wir versuchen jetzt als Monitoring-Team eine Art unabhängiges wissenschaftliches Begleitinstrument zu entwickeln. Das heißt, wir analysieren die Dokumente, die Bildungspläne in der frühen Bildung oder die Lehrpläne oder Modulordnungen im Bereich der Hochschule, Senatsbeschlüsse im Bereich der Hochschule, analysieren die, inwiefern haben die Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgegriffen, Nachhaltigkeitsaspekte, wie werden die dort thematisiert. Wir haben eine große Interviewstudie durchgeführt mit, ich glaube, 66 Expertinnen und Experten aus allen Bildungsbereichen und versuchen besser zu verstehen, wie kommt Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Strukturen dieser verschiedenen Bildungsbereiche. Was sind so Transformationspfade? Wie gelingt das? Wir haben aber auch eine große quantitative Studie durchgeführt mit jungen Menschen und Lehrkräften mit super interessanten Ergebnissen. Da kann ich gerne später nochmal drauf eingehen.
Insgesamt sozusagen versuchen wir diesen Prozess der Umsetzung von BNE, das Motto lautete ja auch vom Projekt zur Struktur, versuchen wir sozusagen wissenschaftlich zu begleiten und für die entsprechenden Gremien und Verwaltungsakteure eben auch eine ja, empirische Basis zu liefern, Empfehlungen abzugeben, wie das noch besser gelingen kann. Das vielleicht erstmal ganz kurz dazu. Vielen Dank, Mandy. Große Aufgabe und wie du auch gesagt hast, nicht einfach für den Einstieg da einen knappen Überblick zu geben, weil ich höre, ihr macht ja da natürlich wahnsinnig viel und habt einen breit aufgestellten Ansatz, um da zu evaluieren. Ich würde jetzt als nächstes gern Tina zu Wort kommen lassen, denn Tina ist Beraterin im hessischen Kultusministerium, wie eingänglich erwähnt, und unter anderem mit der Umsetzung des Aktionsplanes in ihrem Bundesland betraut. Deswegen bin ich super neugierig darauf zu erfahren, welche Schritte gab es denn im hessischen Kultusministerium und was wird demnächst in den allgemeinbildenden Schulen passieren oder in den berufsbildenden Schulen und vor allen Dingen auch in der Lehrerinnenausbildung. Ja, vielen Dank. Ich bin sozusagen das Beispiel, ein Bundesland. Wie kann es gelingen, vom Projekt zur Struktur überzugehen? Ja, sehr viele Projekte an SchülerInnen, die wirklich sich sehr eingesetzt haben in den unterschiedlichsten Bereichen. Es gibt zahlreiche Schulzertifikate in Hessen, zum Beispiel die Eine Welt-Schulen, die UNESCO-Projektschulen, die Umweltschulen. Das hat eine sehr lange hessische Tradition. Von daher ist das bei uns so projektartig wirklich schon an 12% der Schulen angelegt. Aber wie kann es jetzt gelingen, von so einem Projekt weiter reinzukommen in die Struktur? Wo wir es schon verankert haben, ist im Hessischen Schulgesetz. Das ist schon mal ein Schritt. In Paragraph 6 haben wir das als besonderen Bildungsauftrag stehen. Das ist schon mal immer ein Signal nach außen. Das ist aber noch nicht alles und das kann auch noch nicht alles sein. Das heißt, wie kann es gelingen, jetzt den Orientierungsrahmen wirklich an die Schulen zu bringen und Schulen dabei zu unterstützen, in einen Transformationsprozess zu gelangen und auch in einen gesamten Transformationsprozess, weil häufig haben die Lehrkräfte, machen das Einzelne an Schulen, solche Projekte und Schulzertifikate und es macht sich noch keine gesamte Schulgemeinde auf den Weg, was aber natürlich, wenn ich jetzt Mandy gehört habe, wenn es um Schulkantinen, um Mobilitätskonzepte, um Haltungen, Antidiskriminierung an Schule geht, dann brauche ich einfach die gesamte Schulgemeinde und das heißt, in Hessen haben wir ein Kerncurriculum, das ist relativ offen und das bietet eine Chance. Und ich schreibe gerade an einem Leitfaden für Hessen. Wie kriegen wir das alles zusammen? Wie offen sind eigentlich unsere Kerncurricula, dass wir den Orientierungsrahmen gut in allen Fächern anbinden können und darüber wirklich in die Struktur reinkommen? Das heißt, das versuche ich aufzuzeigen in diesem Leitfaden, parallel aber auch, wie wichtig es ist, in Schulgemeinde zusammenzuarbeiten und mit außerschulischen Kooperationspartnern zu kooperieren, weil Lehrkräfte und also LehrerInnen fühlen sich häufig sehr alleingelassen und überfordert. Es kommen so viele Aufgaben auf Schule zu. Wir brauchen dringend Unterstützung. Und da zeige ich auch in dem Leitfaden auf, wie kann es gelingen, einen Whole School Approach anzustoßen, dass eine ganze Schulgemeinde sich auf den Weg macht, ein Schulcurriculum schreibt, ein Schulprogramm schreibt, außerschulische Kooperationspartner mit reinholt. Und diesen Schulentwicklungsprozess müssen wir unbedingt begleiten, von außen über Fortbildungsmaßnahmen. Ein sehr gutes Schulzertifikat haben wir meiner Meinung nach in Hessen. Und zwar ist das das Schuljahr der Nachhaltigkeit und die Schule der Nachhaltigkeit.
wo wirklich dieser Schulentwicklungsprozess sehr schön begleitet wird und natürlich auch die UNESCO-Projektschulen, die sich jetzt auch wirklich Bildung für nachhaltige Entwicklung da auf den gesamten Prozess und Whole-School-Approach machen. Von daher muss man das beides zusammendenken, einmal die Curricula, aber auch zum anderen außerschulische Kooperationspartner, wie bekomme ich die rein in Schule zur Begleitung des Prozesses, genau, und auch zur Begleitung der Regionalität, dass ich auch in die Gemeinde als Schule reinwirken kann. Ja, was sind weitere Ziele in Hessen? Wir haben ja nicht nur die Lehrkräfte an Schulen, sondern die werden ja auch irgendwo ausgebildet. Wir haben die erste und zweite Phase der Lehrkräfteausbildung. Und da ist das Ziel, dass wir auch von Projekten zur Struktur kommen. Wir haben an vielen hessischen Studienseminare Projekte am Laufen, zum Beispiel an meinem, wo ich tätig bin. Wir versuchen in einem Whole Institution Approach das auch in die Modulsitzungen hineinzubekommen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass angehende Lehrkräfte schon wissen, was ist denn das, wie kann ich das in meinem Unterricht umsetzen, wie kann ich projektorientiert an Schulen arbeiten und kooperieren mit Multiplikatoren. Da ist es aber wichtig, dass wir in die Struktur kommen und dass das wirklich auch jetzt ins neue hessische Lehrerbildungsgesetz reinkommt, damit Modulsitzungen verankert werden und nicht nur ja, im Pilotprojekt laufen. Das heißt, dass da auch wirklich eine Verankerung stattfindet. Das ist dann auch für die Universitäten richtungsweisend. Viele Universitäten in Hessen haben sich da auch auf den Weg gemacht und viele Projekte sind am Laufen, zum Beispiel in Kassel der Pilotstudiengang Interest. Da gibt es sehr viel schon, was erprobt wird, aber da muss es einfach auch noch in die gesetzliche Struktur fest eingebunden werden. In Hessen haben wir noch mehr Dinge, um einen Referenzrahmen zu geben, nämlich den hessischen Referenzrahmen Schulqualität. Das ist ein Referenzrahmen, der Schulen, wo man Schule gut mit analysieren kann, wo klare Kriterien von Schulqualität aufgestellt sind. Und da wäre es auch ein Ziel, dass wir Bildung für nachhaltige Entwicklung dort einbinden und gucken, in welchen Bereichen sind denn klare Qualitätskriterien, wenn ich jetzt an Mobilitätskonzepte, an Schulkantinen, an Lehrkräftefortbildung denke, da wären viele Kriterien, die wir da einbinden können. Das muss bearbeitet werden für die Zukunft. Wir haben in Hessen den BEP, den Bildungs- und Erziehungsplan für die frühkindliche Förderung. Auch da müssen wir noch ran und Bildung für nachhaltige Entwicklung ganzheitlich einarbeiten. Ja, wir haben ein schönes Zertifikat von Schulen im Hinblick auf Schulentwicklung auch. Das ist das Zertifikat Schule und Gesundheit. Da sind ganz klare Kriterien auch in Verbindung mit dem hessischen Referenzrahmen Schulqualität aufgezeigt. Und hier haben wir schon die Kriterien für Mobilitätskonzepte, Ernährungskonzepte mit dabei. Ja, das sind so erstmal so ein Überblick über strukturelle Dinge. Das ist sehr viel. Aber ich denke, um vom Projekt wirklich von Bottom-up-Prozessen in die Struktur zu kommen, müssen wir an all diesen Punkten weiterarbeiten. Und da bin ich dran und versuche das eben alles in dem Leitfaden mit aufzunehmen und zu vereinen. Ja, so viel erstmal dazu. Vielen Dank, Tina, für den sehr geballten Überblick, was in Hessen passiert. Schön, dass du sozusagen BNE als nachhaltige Entwicklung sozusagen auch eine nachhaltige Verankerung da so stark im Blick hast. Als nächstes und als letzte Einstiegs als vorletzte Einstiegsfrage bin ich neugierig. Und zwar möchte ich gerne Nadine fragen,
Denn neben dem BNE, dem Bildung für nachhaltige Entwicklung und dem Aktionsplan da, gibt es noch eine weitere fächerübergreifende Rahmenplanung mit einem gesellschaftlichen Transformationsauftrag in einem ähnlichen Bereich, und zwar den Orientierungsrahmen zum globalen Lernen. Und wie schon eingänglich erwähnt, war Nadine federführend bei der Initiative Decolonize Orientierungsrahmen. Da bist du wieder zurück. Ich war kurz erschrocken. und wir sind neugierig auf die Geschichte dazu. Wie kam es dazu und was sind Hauptinhalte dieses offenen Briefes, der damals mit dir federführend und sehr kritisch formuliert wurde? Ja, danke. Sorry für den kleinen Schreck. Ich bin wieder da. genau, wie ist es zu Decolonize Orientierungsrahmen gekommen? Also den Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung, den gibt es schon bereits seit 2007. Ja, also da wurde die erste Auflage veröffentlicht. Und dann hat man 2014 gesagt, oder vielleicht auch ein bisschen früher, 2011 glaube ich, wurde es initiiert, dass es eine Überarbeitung braucht. Und dann hat sich eine Arbeitsgruppe konstituiert oder wurde beauftragt. Das ist ja eine der Kritiken, dass nicht so richtig transparent ist, wie ist es zu dieser Arbeitsgruppe gekommen. Und dann wurde 2014 ein Neuentwurf des Orientierungsrahmens vorgestellt und die Öffentlichkeit wurde sozusagen eingeladen, diesen Orientierungsrahmen, diesen Neuentwurf zu kommentieren. Und dieser, also in das Universum gesprochene Einladung, sind wir nachgekommen, und wir hieß damals verschiedene Organisationen, Initiativen, also zum Beispiel, also zunächst initiiert waren, waren CARFI, also es heißt tatsächlich CARFI und nicht CARI. Das ist ein Wort aus Hausa und bedeutet Stärke. Dann MOVE Global war beteiligt, Berlin Postkolonial, Klokal und Imafredo. Und wir haben gesagt, okay, wir lesen dieses über 400 Seiten lange Dokument intensivst und setzen uns dann zusammen und gehen in eine gemeinsame Analyse. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns für ein paar Tage getroffen und sind dann sozusagen, haben uns nach verschiedenen Kriterien diesen Orientierungsrahmen angesehen und haben beschlossen, dass wir das auch nach außen kommentieren, also dass wir mit unserer Analyse sozusagen nicht das innerhalb der beteiligten Communities bleiben, sondern dass wir das auch nach außen tragen. Und da wir halt festgestellt haben in unseren Arbeitskontexten, dass der Orientierungsrahmen eben schon eine Größe ist, und das ist also eine wichtige, haben wir eben auch gehört, dass es auch der Anspruch ist, das sozusagen auf allen Bildungsebenen zu implementieren. Und ist einfach eine wichtige Größe im Sinne von, ja, orientieren, aber auch wirklich als Referenz, also dass Leute sich darauf beziehen und damit arbeiten. Und das bedeutet eine große Verantwortung, und genau deswegen haben wir uns entschlossen, so bestimmte Punkte uns anzusehen. Und dieser Brief, den wir da veröffentlicht haben, der hat sich auf bestimmte Punkte fokussiert. Also zum einen haben wir uns einmal die Autorin des Orientierungsrahmens angeguckt, und das kann man auch nachvollziehen. Also das ist, die wurden transparent gemacht, ja, also kann man jetzt auch auf Seite, ich glaube 450 bis 453 sind jetzt sozusagen alle Autorinnen schön mit Foto aufgelistet. Und mit Transparenz haben wir aber eigentlich nicht gemeint, dass wir Fotos und die institutionelle Anbindung wissen wollten, sondern wir haben auch gemeint, wie ist sozusagen diese Konstitution, also wer hat sozusagen, wer benennt, wer Expertin, wer Experte ist, ja, also wer hat sozusagen
das Recht, an solchen verantwortungsvollen Dokumenten Beiträge zu leisten und solche Setzungen zu schreiben. Und genau, und da haben wir kritisiert oder angesprochen, dass es halt sehr viele staatliche und akademische Akteurinnen gibt und schwarze oder BPOC, migrantisch-diasporische Expertise komplett fehlt. Und oder auch ganz marginal Autorinnen des Südens nur herangezogen werden. Und das sind so, oder auch bestimmte Quellen gar nicht offengelegt werden, wo kommt dieses Wissen her? Und ja, und das ist so, also ich hatte jetzt sozusagen im Vorfeld dieser Zeit nicht nochmal die Zeit, mir intensivst die Neufassung anzugucken, aber das sind zum Beispiel eine Position, wo ich sage, okay, das hat sich nicht wirklich geändert. Ja, also sie haben zwar einzelne Punkte vielleicht mit überarbeitet, aber es hat sich nicht die Zusammensetzung oder dass sie nochmal ein anderes Wissen. Und mir geht es darum nicht, das ist mir wichtig nochmal zu sagen, es geht mir nicht darum, dass einfach eine Person of Color anwesend ist, sondern es geht mir darum, dieses Wissen, was es bedeutet. Ja, also dass ein bestimmtes rassismuskritisches, machtkritisches Wissen mit einfließt, ja, was sich auch diese Leute erarbeitet haben, nicht irgendwie, man kommt damit nicht zur Welt, so. Und als ein Beispiel, was wir damals im offenen Brief erwähnt haben, da hatten wir ein Beispiel aus der Mathematik erwähnt, wo dann irgendwie die Kinder lernen sollten, also so Mathematik anhand von Bevölkerungsentwicklung und wie sozusagen Familienplanung im globalen Süden ausgerechnet werden sollte. Und das ist tatsächlich ein Beispiel, was rausgefallen ist. Das ist jetzt nicht mehr in der neuen Version. Ich habe es zumindest nicht mehr gefunden. Und gleichzeitig will ich aber auch ein Beispiel bringen, also wo erweitert wurde. Also es gibt jetzt so Boxen in diesem neuen Orientierungsrahmen. Da ist zum Beispiel diese Box Eurozentrismus, wo dann ein weiß positionierter Mensch über Eurozentrismus schreibt. Und dann aber im gleichen, also in diesem gleichen kleinen Seite irgendwie zum Beispiel über Political Correctness, ja, als Unsicherheit, Zitat, in der Anpassung der eigenen Identität an die wahrgenommene soziokulturelle Vielfalt, Zitat Ende, schreibt. Also das ist so der, als also ich bringe das ein, um deutlich zu machen, wo das Problem ist, wenn bestimmte Personen sozusagen gezwungen werden, über ein Thema zu schreiben, aber sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, ja. Dann haben wir uns die Zielgruppe angeguckt in der Analyse. Also das sozusagen ganz, das ganz deutlich sozusagen wir in Europa, also dieser Wir-Diktus ist auch drin geblieben. Wir war so ein Zitat drin, wir Gebildeten, das ist auch weiterhin drin, und die anderen, ja, und das ist halt sozusagen auf Norden und Süden bezogen, aber das ist auch bezogen auf wir in Deutschland, wir in Europa, dass sozusagen Diversität nur als was Aufgesetztes, als neues Phänomen, als ein Umgang damit, ja, also es ist tatsächlich eine Themenüberschrift, Umgang mit Vielfalt, ja, und da merkt man natürlich deutlich, wer ist sozusagen Zielgruppe, wer wird da mitgedacht und wer ist sozusagen, wer gehört zur Gruppe, mit denen umgegangen werden muss, ja, genau, und dann haben wir uns halt den theoretischen Rahmen angeguckt, also auf wen bezieht es sich, auf was wird eben kein Bezug genommen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer, das kann man ja auch nachlesen. Dann haben wir uns die Inhalte angeguckt und haben sozusagen, wir sind sehr eng an diesem Orientierungsrahmen geblieben und mit Beispielen sozusagen unsere Kritik formuliert, ja. Und dann haben wir als fünften Punkt Handlungsoptionen, weil das ja ein wichtiger Punkt darin ist. Also wer handelt, ja, wer wird als Handelnder konstruiert und wer wird sozusagen als Behandelnder konstruiert?
Genau, und dann haben wir aus diesen 6 Punkten, also aus den 6 Bereichen, die wir uns rausgeguckt haben, haben wir 7 Forderungen entwickelt. Und diese Forderungen haben wir dann auch nochmal bei einer öffentlichen Anhörung zum Orientierungsrahmen, zu dem wir uns dann auch selbst eingeladen haben, vorgetragen und haben im Prinzip den Anspruch gehabt, dass es nochmal ja, völlig neu überarbeitet werden muss und eben auch ergebnisoffen nochmal aufgerollt werden muss und mit einem breiteren und kontinuierlicheren gesellschaftlichen Dialog. Genau, das ist die Hintergründe. Und vielleicht kann man noch sagen, dass dieser offene Brief wirklich innerhalb von wenigen Tagen, also wir haben den sozusagen Mitte August veröffentlicht und haben den nach 2 Wochen haben wir ihn sozusagen offiziell eingereicht. Und innerhalb dieser wenigen Tage haben wir wirklich super viele Unterstützungen bekommen, die den Brief mitgetragen haben. Ja, also wir haben auch ganz viele Angriffe bekommen, gar keine Frage. Aber also mein Punkt ist sozusagen, die sozusagen inhaltlich da mitgehen konnten und die sagen, ja, das sind wichtige Punkte, die benannt wurden. Und das müsste sozusagen in die Diskussion einfließen. Genau, vielleicht erstmal so viel dazu. Vielen, vielen Dank, Nadine. Wichtige Sensibilisierungsarbeit, die ihr da geleistet habt, im Hinblick auf eine Hierarchisierung, in Bezug auf Expertinnenstatus und ja, aktive, passive Rolle und viel, viel mehr Kritikpunkte, die man nachlesen kann für ein globaleres Lernen, hoffe ich doch. Schön, dass du dabei bist. Als nächste Frage möchte ich mich gern an Jona wenden, denn Jona, du befindest dich gerade mit einem Verein im Prozess einer Schulgründung in Leipzig, bist also in einem anderen Bundesland als Tina, hast wahrscheinlich andere Rahmenbedingungen auch. Mich interessiert jetzt eingänglich von dir, was ist eure Motivation für diese Schulgründung und wie weit sind denn Bildung für nachhaltige Entwicklung und oder globales Lernen Teil eures Konzeptes? Okay, also genau wie du sagst, mein Hobby neben meiner Arbeit im Konzeptwerk ist das Erschaffen einer freien Grundschule reflektor, aber eigentlich darüber hinaus einer offenen Lernlandschaft für Menschen jeden Alters. Das ist unsere eigentliche Vision. Und wir fangen eben unter anderem mit der freien Grundschule an. Unsere Motivation, nach der du fragst, ist eigentlich nichts Geringeres als die Transformation des Bildungssystems, also auch einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass das, was uns missfällt, sich verändert. Also um es ganz kurz mal in Stichworten zu benennen. Das eine ist eben, dass es zu wenig Beschäftigung gibt mit den Aufgaben, die die Welt uns stellt für heute und für morgen. Dass es zu wenig Lerngelegenheit gibt für Heranwachsende und für Erwachsene, eben die Fähigkeiten und Haltungen zu lernen und zu üben, die vielleicht hilfreich sind, um ja unser Zusammenleben auf diesem Planeten zu gestalten. Und das, was Nadine auch gerade angesprochen hat, also unser Bildungssystem ist von Segregation und institutioneller Diskriminierung geprägt. Also es ist kein gerechtes Bildungssystem. So die individuellen Bildungswege hängen so ab von sozialer Herkunft und zugeschriebener ethno-national-kultureller Zugehörigkeit, sodass eben, ja. Da Schule nicht der Ort ist, an dem wir lernen, miteinander zu leben, zusammenzuleben in einer Gesellschaft, die von Machtverhältnissen geprägt ist. Und so ein weiterer Kritikpunkt bei uns ist die fehlende Demokratie. Also Schule ist kein Lernort für Demokratie. So junge Menschen erfahren nicht, was es heißt, wirksam zu sein und seine Mitwelt gestalten zu können. So, das passiert viel zu wenig in den Schulen und widerspricht damit eigentlich ganz klar den Kinder- und Jugendrechten, die ja auch Deutschland mit unterschrieben hat. Genau, und deswegen bemühen wir uns im Verein, einen Lernort zu schaffen, der das anders macht und eben auch globales Lernen, BNE, verankert im Sinne des Whole Institution Approach, also nicht nur auf der Ebene der Inhalte, sondern auf der Ebene der gesamten Organisation. Und
So, unsere Grundorientierung sind die vier Säulen einer zukunftsfähigen Bildung für das 21. Jahrhundert von der UNESCO, die da heißen, Lernen, Wissen zu erwerben, und zwar kritisch emanzipatorisch, Lernen, zusammen zu leben, und zwar auch mit Blick auf gesellschaftliche Machtverhältnisse, Lernen zu handeln, und das nicht nur individualisiert als Konsumentinnen, sondern auch organisiert politisch. Und als letztes Lernen zu sein. So, das sind so die übergeordneten Ziele, die wir uns auch gesetzt haben. Und darin gucken wir, was gibt es schon, weil es gibt schon so wahnsinnig tolle, inspirierende Lernorte, die zeitgemäße Lernkulturen ausprobieren und weiterentwickeln. Und da gucken wir, was gefällt uns und was wollen wir da noch hinzufügen, und schaffen eben diese Lernlandschaft, in der ja, wir ganz verschiedene Ansatzpunkte haben. Das eine ist, dass die Schule und auch alle anderen Organisationen unseres Vereins soziokratisch organisiert sind. Das heißt, das ist eine demokratische Organisationsform, in der alle beteiligt sind in allen Entscheidungsfindungen, die sie betreffen. Das heißt in der Schule zum Beispiel, dass es keine Leitung gibt, sondern dass es eine selbstverwaltete Schule ist in einem Kreis, wo Delegierte von den Kindern, von den PädagogInnen, von den Eltern und aus dem Verein zusammen das Schulleben gestalten. Das heißt, dass wir uns vornehmen, eine inklusive Schule zu sein, und zwar Inklusion verstanden auf alle gesellschaftlichen Diskriminierungsformen, und eine diskriminierungssensible Schule zu sein, was sich zum Beispiel darin äußert, dass wir über Quoten die Schulgemeinschaft zusammenstellen, sowohl was die Kinder, Familien als auch PädagogInnen, das Team betrifft. Das heißt, dass wir das Schulgeld über ein solidarisches Bietrundenverfahren zusammenbringen wollen, dass es auf der Ebene der Inhalte eine Beschäftigung mit gesellschaftlichen Normsetzungen und Machtverhältnissen gibt, eine Ansprechstruktur geben wird für Diskriminierung, die passieren wird in der Reflektor, und einiges mehr. Das ist so der eine Bereich. Die Öffnung der Schule ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir wollen, dass das Lernen im Leben stattfindet. Das ist ja auch Teil des Nationalen Aktionsplans als ein Handlungsfeld. Kooperation mit zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Akteuren, raus aus der Schule, rein in all die Lerngelegenheiten, die sich dort ergeben. Wir haben zum Beispiel den Friday, das heißt, freitags verlassen wir immer unser Gelände und gehen raus. Das ist auch eng verknüpft mit Lernen durch Engagement, sodass sich alle in dieser Schule Felder suchen können, wo sie aktiv werden wollen, um selbst einen Beitrag zu leisten zu realen Problemen und dort durch Tun zu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Teil auch bei uns. So viel. Es gibt ein mehr als 30-seitiges Konzept. Ich sage jetzt nur mal so ein paar Stichworte dazu. Auf der Ebene der Inhalte wird es eben auch Angebote geben, die sich mit dem beschäftigen, mit Fragen unseres Lebens, unseres Zusammenlebens und auch unseres Überlebens. So, da wird es einfach viel Angebote zu geben. Es gibt keinen Unterricht in der Reflektor, es gibt keine LehrerInnen, sondern es gibt Lernen nach Interesse und nach Angeboten und freies Tun. Und das Ganze in diesem Spannungsfeld von Individuum und Gemeinschaft. So, es geht einerseits um selbstbestimmtes Lernen und Selbstentfaltung und Selbstwirksamkeit auf der Ebene des Individuums. Aber es geht auch nicht um eine reine Egozentrierung, sondern auch um die Verantwortung für das Zusammenleben in der Schule und in der Welt. Also auch dieses Spannungsfeld wird sicherlich auch Konflikte beinhalten. So rund um die Fragen, womit beschäftigen wir uns jetzt ja eigentlich. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, wie wir uns denen dann stellen und welche Lösungen wir dafür finden. Also es ist insgesamt ein sehr ambitioniertes Projekt und es wird auf jeden Fall herausfordern, weil es einfach so viele gesellschaftliche Fragen und Themen gibt, für die wir versuchen, ja, uns selbst in den Lernprozess zu begeben als lernende Organisation und immer wieder neue Antworten zu finden auf die Fragen, die sich dort zuhauf stellen werden. Jona, vielen Dank. Und ich weiß, ihr werdet demnächst an den Start gehen, glaube ich, 2000.
21, ne, ist eure Öffnung geplant. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und werde auf jeden Fall irgendwie versuchen mitzuverfolgen, was bei euch passiert bei diesem mega spannenden, spannenden Schulprojekt in meiner alten Universitätsstadt. Juhu. So, okay. Jetzt nach diesem Einstieg, wo ihr da draußen, sie da draußen, unsere PodiumsteilnehmerInnen und ihre Arbeit kennenlernen konntet, gehen wir jetzt in eine so kürzere Fragerunde, die auch so ein bisschen so ein Gesprächsformat haben soll, indem ich nämlich vorher von unseren PodiumsteilnehmerInnen kurze Statements angefragt habe und mich dann danach auf Kommentare zu diesen Statements von den jeweils anderen beiden freue. Und die erste Frage, die ich hier gestellt habe und jetzt nochmal stellen werde, ist, wo seht ihr die größten Chancen in diesen beiden Rahmenprozessen, globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wo seht ihr allerdings auch die größten Gefahren bzw. Hindernisse? Das ist auch eine große Frage. Ich bitte vielleicht die Redebeiträge Beträge relativ kurz zu halten, so zwischen 2-3 Minuten und wirklich die für euch zentralsten Punkte herauszusuchen. Mandy, ich gebe dir zuerst das Wort. Ja, vielen Dank. Wenn wir auf die Ergebnisse aus unseren Studien blicken, dann können wir eigentlich sagen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in den zentralen orientierungsgebenden Dokumenten für das deutsche Bildungssystem, und zwar in allen Bildungsbereichen, eigentlich sozusagen zunimmt. Das heißt, es wird stärker aufgegriffen in den Lehrplänen, in den Hochschulentwicklungsplänen sogar, in einzelnen, in den Gesetzen und so weiter. Das heißt, auf Dokumentenebene stehen wir eigentlich sehr gut da. Und je jünger die Dokumente sind, desto mehr finden sich diese Schlagworte von Nachhaltigkeit. Auch globales Lernen wird adressiert und BNE in immer mehr Ländern als auch Leitperspektive für alle Fächer sozusagen kommuniziert. Und das ist, finde ich, auch bei der Kritik, bei aller Kritik am Orientierungsrahmen, die ich teile und die ich sehr, sehr wichtig finde auf sozusagen der strukturellen Ebene. Der Orientierungsrahmen hat es allerdings geschafft, die Logik von Schule, nämlich die fachspezifische Ausbuchstabierung von spezifischen Themen und dort die Integration von Themen sozusagen globaler Gerechtigkeit, Themen des globalen Lernens und von Bildung für nachhaltige Entwicklung sozusagen fachspezifisch auszubuchstabieren. Und das ist eine ganz, ganz große Hilfe für Lehrkräfte, die in diesem System agieren und die häufig sehr, sehr stark gefordert sind, sehr unter Stress stehen und für die Weiterbildungsangebote und auch sozusagen Formate zur Aufnahme von BNE und globalem Lernen sehr niedrigschwellig ansetzen müssen, damit sie die Lehrkräfte erreichen. Insofern würde ich auch sagen, der Orientierungsrahmen hat auch seine Vorteile, auch wenn ich die Kritik absolut teile und finde, er muss an vielen Stellen weiterentwickelt werden, damit er nicht, wie hat das Berlin postkolonial, glaube ich, Bildung für nachhaltige Ungleichheit reproduziert. Finde ich absolut wichtig. Also größte Chance, wir sehen sozusagen die zunehmende Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen und globalen Themen auf Ebene der Lehrpläne und so weiter. Die größte Herausforderung sehe ich eigentlich in der Ausbildung von Fach- und Lehrkräften, weil diese in der Regel ganz, ganz wenig auf diese neuen Aufgaben, Anforderungen vorbereitet sind. Das zeigen auch unsere Studien sehr konsistent, dass sozusagen wir auf Ebene dieser Dokumente einen Verankerungstrend haben von BNE, aber eigentlich sehr wenig dazu vorbereitet sind oder dafür weitergebildet werden, diese Themen wirklich in ihrer Komplexität aufzugreifen und im Unterricht auch ja, hochwertig, qualitativ gut mit all den Ansprüchen, die Jona auch so schön formuliert hat, umzusetzen. Da sehe ich sozusagen noch eine Chance, und zwar in der Arbeitsteilung von formalen Bildungseinrichtungen, Schulen, Hochschulen, Berufsschulen und nonformalen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, die häufig in Kooperation sehr viel bessere Bildungsangebote entwickeln können, als wenn das Lehrkräfte alleine machen oder die nonformalen Akteure, die zivilgesellschaftlichen Akteure nur zu einem kleinen Projekt
Tag in die Schule kommen. Also sozusagen die Zusammenarbeit zwischen formalen und nonformalen Akteuren sehe ich da als ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, das ist auch nicht trivial, also es ist sehr voraussetzungsreich. Und ein Punkt, der mir noch wichtig ist und den ich als größte Gefahr, und dann bin ich auch fertig, sehe, dass sich die kritische Zivilgesellschaft, und ich finde, Nadine, eure Initiativen sind ein hervorragendes Beispiel für diese kritische Zivilgesellschaft, diese kritische Stimme aus dem Prozess der Gestaltung von Bildung für nachhaltige Entwicklung ausklingt. Weil wir Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch globales Lernen sind ja Konzepte, die sehr stark von zivilgesellschaftlichen Akteuren vorangetrieben worden sind und die sehr früh dafür gekämpft haben, dass das stärker im formalen Bildungssystem aufgegriffen wird. Und was wir jetzt sehen können, ist, dass sozusagen diese Bildungskonzepte zunehmend, ich sag mal, verstaatlicht werden. Das heißt, staatliche Organisationen, Tina, du hast das ja auch sehr schön beschrieben, welche Netzwerkarbeit du da übernimmst und welche Angebote ihr alles schafft. Staatliche Organisationen übernehmen mehr Verantwortung auf dem Weg vom Projekt zur Struktur. Das ist auch in gewisser Weise gewollt gewesen. Aber das birgt natürlich die Herausforderung, dass sich zivilgesellschaftliche Initiativen zunehmend weniger einbringen, weniger sozusagen Perspektiven, vielfältige Perspektiven auch einbringen. Und ich glaube, da ist die größte Herausforderung auf allen Seiten, auf Seiten der kritischen Zivilgesellschaft und auf Seiten der staatlichen Akteure, die besten Wissens und Gewissens auch häufig versuchen, diese sozusagen Implementierung, diese Einbindung von BNE und globalem Lernen im formalen System zu stärken, dass sozusagen diese Akteurinnen reflexiv sind und sozusagen Perspektiven von anderen mit aufgreifen. Ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung in diesem ganzen Prozess, weil er ist sehr komplex, sehr voraussetzungsreich und erfordert sozusagen ganz viel Sensibilität und Reflexivität, um sozusagen diese Vielfalt in irgendeiner Form gut einzubinden und BNE und globales Lernen stärker voranzubringen. Vielen Dank, Mandy, für die beiden oder für den Kommentar und für deinen kritischen Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Ich bin gespannt, was Jona vom Konzeptwerk Neue Ökonomien und als zukünftige Schulgründerin darüber denkt. Wo siehst du größte Chancen und wo siehst du größte Gefahren bzw. Hindernisse? Also ich sehe die größte Chance darin, dass das eine Legitimierung für Veränderung bietet. So, also das erfahre ich in der Arbeit im Konzeptwerk. Mit Mandy zum Beispiel führen wir gerade gemeinsam ein Projekt durch, das nennt sich Transformatives Lernen durch soziales Engagement, wo wir mit Schulen zusammenarbeiten und quasi neue Lernformate mit Schulen zusammen ausprobieren. Und eine Schule, die an dem Projekt beteiligt ist, die Schulleiterin war sehr skeptisch am Anfang daran teilzunehmen. Und Mandy und ich und die LehrerInnen aus der Schule saßen vor der Schulleitung und haben eben den Nationalen Aktionsplan und die UNESCO Roadmap vorgestellt und gesagt, hier steht's drin. So, das, was wir machen wollen und euch anbieten, sind Ziele, auf die sich diese Bundesregierung geeinigt hat und die euer Auftrag sind. Und das hat die Schulleitung überzeugt. So, das war auf jeden Fall ein guter Hebel, um was Neues in der Schule auszuprobieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen hilfreich sein kann, die sich in den Bildungseinrichtungen engagieren für Veränderungen und für grundlegende Transformationen, weil man diesen Nationalen Aktionsplan, wenn man ihn radikal liest, eben als Legitimierung dafür hernehmen kann. So, da sehe ich die größte Chance drin. Leider ist er aber noch zu wenig bekannt. Also auch in diesem Projekt haben wir die Erfahrung gemacht, dass die meisten LehrerInnen und SchulleiterInnen diese Dokumente gar nicht kennen. Und eine Gefahr oder Hindernisse, die ich sehe, ist, dass eben die Auslegung aber auch nicht radikal genug getan wird, sondern es bei Reformchen statt Transformation bleibt. Ein Beispiel wäre, ich war letztes Jahr auf der Konferenz vom Orientierungsrahmen für globale Entwicklung,
wo darüber diskutiert wurde, dass der Orientierungsrahmen auch für die Sekt 2 entwickelt werden soll, weil der, den es bisher gibt, ist für Grundschule und Sekundarstufe 1 und es soll eine Erweiterung für die Sekt 2 geben. Und da wurde sehr debattiert, soll der nun auch fächerorientiert sein oder soll der fächerübergreifend sein? Und es wurde sich für eine Orientierung an den Fächern entschieden, was aus meiner Sicht in alten Paradigmen verhaftet bleibt und eben nicht eben zu einer Transformation beiträgt, die über Fächer hinweg sich mit Themen beschäftigt zum Beispiel. Genau, da sehe ich eine Gefahr, dass das gar nicht weitreichend genug ist in der Auslegung. Und Hindernisse, die ich sehe, sind einfach auch parallele Prozesse, die auf bildungspolitischer Ebene passieren, weil einerseits gibt es diese Rahmendokumente und andererseits gibt es Rankings, Schulleistungsvergleiche, Standardisierungen, Effizienzorientierung im wirtschaftlichen Wettbewerb der Bundesländer. Also da passieren Prozesse, die dem entgegenstehen. Da würde ich auch deine Einschätzung, Tina, hören, aus deiner quasi Perspektive, wie du das siehst, inwieweit sich das da gegenseitig ausbremst. Genau, da sehe ich so die größten Hindernisse, dass das dazu führt, dass eben die EntscheidungsträgerInnen nicht den Mut haben, wirklich mutige Bildungspolitik zu machen. Und frag mich auch, wo da die Visionen sind, also ob Visionen fehlen, ob die da sind oder nicht. Genau. Das ist das eine. Und was ein zweites Hindernis, was ich sehe, ist nach wie vor die fehlende Demokratie und Teilhabe in den Einrichtungen, die auch mit einer Fremdbestimmung der Einrichtung zu tun hat. Also ich würde mir eine Autonomie wünschen, eine größere Autonomie der Schulen und aller anderen Bildungseinrichtungen, um selbst zu entscheiden, was sind unsere pädagogischen Konzepte, um selbst zu entscheiden, wie gehen wir mit Hierarchien um, weil das momentan durch Vorgaben, bildungspolitische Vorgaben erschwert wird. Genau, das wären so die Hindernisse, die ich sehe in der Umsetzung. Vielen Dank dafür, Jona. Ich versuche das, bevor ich das jetzt zum Kommentar freigebe, zuerst an Nadine und dann an Tina, versuche ich das ganz kurz und bündig zusammenzufassen. Ich hoffe, das gelingt mir. Korrigiert mich gerne im Chat, Jona und Mandy. Also ich bin jetzt gespannt, demnächst, was Nadine und Tina denken über die Chancen, die jetzt gerade genannt wurden. Und zwar, dass sich mittlerweile auch in zentralen bildungspolitischen Dokumenten auf Länderebene globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung wiederfinden, dass sich mittlerweile eine fachspezifische Ausdifferenzierung diesbezüglich entwickelt hat. Da waren, glaube ich, Mandy und Jona ein Stück weit weg voneinander in ihrer Einschätzung, inwieweit das gut oder schlecht ist. Mandy meinte noch, hier wird eine Zusammenarbeit zwischen dem formalen und nonformalen Sektor gestärkt, was sie ebenfalls positiv bewertet hat. Gleichzeitig hat sie allerdings auch genannt, dass bisher die Ausbildung der Fachkräfte und des pädagogischen Personals in Bezug auf globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung noch relativ gering ist und dass es sicher eine große Herausforderung ist, tatsächlich das Einbinden von der kritischen Zivilgesellschaft zu sichern, wo sich jetzt viele staatliche Akteure in dieses Themenfeld hereinbringen und Strukturen geschaffen werden. In einem relativ komplexen Prozess. Jona hat nochmal schön dargelegt, dass es positiv ist, dass gerade eine schulische Veränderung, eine schulische Transformation durch diese Dokumente tatsächlich legitimiert werden in einem so, ich sag mal, innovationsresistenten gesellschaftlichen Sektor. Und sie hat kritisiert, dass leider der Bekanntheitsgrad von beiden, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie globalem Lernen, noch relativ gering ist. Sie fürchtet Reformchen statt weitreichende Reformen und dass man, wie Bildung gedacht wird, vielleicht in relativ konservativen Denken weiter verharrt. Und sie hat auch gegenläufige Prozesse erwähnt, wie zum Beispiel Effizienzrankings an Schulen, die dem entgegenstehen. So, und jetzt freue ich mich, was Nadine zu kommentieren hat. Ja, danke schön. Danke für eure Beiträge und Inputs. Also
An vieles kann ich mich auch anschließen. Also zum Beispiel dieser Punkt, dass es eine gute Foundation ist, um Prozesse zu legitimieren, ja, oder Themen reinzubringen. Also das sehe ich genauso. Und gleichzeitig aber auch der Punkt, den hatte die auch schon benannt, dass durch die, so dass es angekommen ist sozusagen auf Regierungsebene, ne, und dass es sozusagen jetzt zu einem, also weg von einem Bottom-up zu einem Up-Down, ja, also sozusagen von einem, was vorgelegt wird, Ansatz, also es hat sich ja irgendwie so gedreht. Und da sehe ich auch, dass halt so bisherige Kämpfe, ich würde es mal so bezeichnen, also das, was Vorarbeiten von Zivilgesellschaft, ja, dass die halt unsichtbar darin werden. Ja? Also die finden gar keine Erwähnung mehr, sondern es wird tatsächlich so getan, als wären diese Konferenzen, diese Beschlüsse, diese Rahmen auf so einer Regierungsebene entstanden und die ganzen Diskussionen und Beiträge und eben auch ja, außereuropäischen Beiträge dazu sind unsichtbar, ja, werden nicht genannt. Also das sieht man ja auch zum Beispiel im Orientierungsrahmen, welche Literatur zum Beispiel nicht vorkommt, nicht benannt wird. Also man denkt, wow, alles weiße Deutsche, meistens Männer, die das Ganze geschaffen haben, ja. Und also es gibt überhaupt nicht so ein Widerspiegeln von dem, dass es in Südamerika, Afrika, also solche Neuseeland, Australien, solche Diskurse schon viel länger und fundierter auch geführt werden, ja. Und das findet sich also sozusagen gleichzeitig Chance, aber auch Gefahr der Unsichtbarmachung. Was ich auf jeden Fall auch als Chance nochmal sozusagen stützen möchte, ist so die Inhalte, die möglich sind. Also ein Beispiel aus der Lehrerinnenbildung wurde ja genannt, dass ich viele Jahre in der universitären Lehrerinnenbildung tätig war. Und da zu ermöglichen, dass man Themen sozusagen nicht mehr nur nach einer Fragestellung bearbeitet, sondern dass man eben so eine horizontale Kohärenz wird das genannt, ja, also dass sich jedes Thema in Bezug auf soziale Phänomene, in Bezug auf Wirtschaft, in Bezug auf Politik, in Bezug auf Umwelt befrage, das finde ich eine Chance darin und aber auch auf so einer vertikalen Ebene, dass ich sozusagen mich als Individuum darin verorte, aber auch meine Community zur Kenntnis nehmen kann, meine Stadt oder der Ort oder die Kommune, in der ich lebe, aber eben auch Nation, der Kontinent und die Welt. Ja? Also das Bestimmte, dass diese Dokumente die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. So, das würde ich auf jeden Fall als Chance sehen. Und was ich aber als, und ich bin da ganz bei Mandy, wenn im Sinne, dass total elementar ist, sich in die Lehrerinnenbildung da zu gehen. Und das, also weil ich gesehen habe, in, ohne jetzt irgendwie Schleichwerbung machen zu wollen, aber in Lüneburg hat es funktioniert, ja. Also sozusagen mit diesem Anspruch in Lehrerinnenbildung zu gehen und dann ermöglicht es Studierenden, ihre Lehrplanung, wie sie das lernen, anders einzubringen. Und ich habe ja gesehen, wie das ist, wenn wir mit unseren Unterrichts, also Entwürfen und mit unseren Unterrichtspraxis in die Schulen gehen. Da ist natürlich erstmal Verwunderung, aber man sieht, oh, so kann man das auch machen. Oh, da nehme ich ganz andere Kinder mit plötzlich. Was auch Jonah gesagt hat, in dem an das Interesse der Kinder anknüpfen, ja. Also nicht sozusagen mit dieser Vorstellung, ich bringe bei, sondern da ist auch schon ganz viel Wissen im Raum und auch viel Wissen bei den Kindern und bei den Eltern und so weiter und sowas mit aufzunehmen, das ermöglichen diese Dokumente. Was ich als Gefahr in Anführungszeichen sehe, ist, dass diese Dokumente sozusagen als Zielgerade verstanden werden. Ja? Also ich war eben total so am Leuchten, als Jona von ihrem von dieser Schule, ich will jetzt nicht sagen ihrer Schule, da sind sicherlich auch noch andere beteiligt, aber genau, also von diesem Konzept und von den Überlegungen dahinter war ich so total begeistert, weil ich finde, dass das genau das ermöglicht, sich schon jenseits dieser Dokumente zu bewegen. Also das sozusagen als Anlass zu nehmen,
in ein Überlegen, in ein Weiterentwickeln zu gehen und dann zu gucken, was möchte ich oder wo möchte ich hin und wie kann ich das sozusagen als Instrument nutzen. Und ich sehe oder beobachte oft, dass es sozusagen nur um das Erreichen der Dinge geht, die in diesen Dokumenten festgehalten werden. Und das wird nicht sozusagen nur als Anlass genommen. Und also vielleicht zwei Punkte, die Juna genannt hat, ist einmal dieses, was sie formuliert hat, dass sie so ein whole institution approach, also dass sozusagen sich nicht zum Beispiel nur auf ein Fach, ja, also wie können wir Bildung für nachhaltige Entwicklung oder globales Lernen in ein Fach integrieren oder wie können wir eine Unterrichtseinheit danach ausrichten, sondern wie können wir als Institution funktionieren? Also was muss das auch bedeuten, sozusagen Kinder ernst zu nehmen, ja, und mitwirken zu lassen? Was bedeutet das, ja, demokratische Formen in Schule zu implementieren und Kinder zu ermöglichen, zu lernen, und nicht nur zu lernen, sondern eben auch zu erleben, was es heißt, wirksam zu sein? Das finde ich total wichtig. Und aber auch, was Jona auch angesprochen hatte, dieses mit den Ansprechstellen. Also nicht davon auszugehen, und das sehe ich tatsächlich auch eine Gefahr, wir orientieren uns schon an einem Orientierungsrahmen, wir sind schon die Guten, ja, also wir haben schon das Konzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung verinnerlicht, deswegen brauchen wir zum Beispiel keine Quoten mehr, deswegen brauchen wir keine Ansprechstellen mehr. Also diese Überzeugung, dass in diesen Räumen dann nichts mehr an Diskriminierung zum Beispiel passieren kann. Und das sehe ich tatsächlich als eine Gefahr und fand das total erwähnenswert jetzt nochmal, dass Jona das auch gesagt hat, dass diese Schule das auch vorsieht, trotzdem man mit dem Konzept arbeitet, weil das eben keine Garantie ist, dass nichts mehr schief läuft, ja, um es salopp zu sagen. Genau, vielleicht bis erstmal so weit. Vielen Dank, Nadine. Jetzt übergebe ich das Wort an Tina für ihre Statements zu der vorhergehörten Kritik, Chancen und Herausforderungen. Ja, ich bedanke mich für eure Statements und bin da voll bei euch. Der Orientierungsrahmen, Mandy, du hast es gesagt, greift die Logik von Schule auf. Und das sehe ich auch als die große Chance, als einen Schritt hin zu neuen Möglichkeiten, Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen an Schule zu bringen. Denn, Jona, du hast vollkommen recht, Schule selektiert. Ja? Schule selektiert und bildet auf eine bestimmte Richtung hin. Am Ende soll möglichst jeder sein Abitur in den Händen halten. Und ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und dafür ist Schule ausgerichtet. Das ist ein ganz hoher Druck an das System Schule. Ja? Es geht ein ganz hoher gesellschaftlicher Druck aus, der auf Lehrkräfte in Schulen einwirkt. Alle wollen Leistung von den Kindern. Ja? Dieser Blick mal weg von den Fächern, das ist, wie ihr sagt, die Gefahr des Orientierungsrahmens, dass er natürlich sehr fachgerichtet ist. Er greift aber die Logik auf, damit wir überhaupt rankommen, neue Visionen und Gedanken uns in Schule zu machen. Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte haben viele Ängste, den Anforderungen der Gesellschaft nicht gerecht zu werden, die Kinder nicht adäquat auszubilden, wie es Gesellschaft fordert. Ja? Das sehe ich in meiner Lehrkräfteausbildung. Junge Referendarinnen und Referendare, die mal was ausprobieren wollen, ja, da ist man dann in Mathe plötzlich nicht mehr auf dem gleichen Stand wie die Parallelklasse. Schon kommen die Eltern zu den Lehrkräften oder direkt zur Schulleitung und sagen, warum sind wir denn im Mathebuch erst auf Seite 20 und noch nicht auf Seite 60? Ja, das ist der Druck, den Lehrkräfte aushalten müssen und das merken sie schon in ihrer Ausbildung. Das ist hart. Das ist total hart. Deshalb ist der Orientierungsrahmen eine Chance, weil ich da eine Legitimation habe, zu sagen, es gibt noch mehr als nur die Inhalte. Es gibt noch mehr. Was heißt es denn, zukunftsfähig Kinder auszubilden und junge Erwachsene für eine Zukunft fähig zu machen, zu einem friedvollen Zusammenleben, zu einem
weltweiten Blick in dieser einen Welt zu einer Weltbürgerschaft auszubilden. Das sind Anforderungen, die sind sehr, sehr hoch. Und deshalb ist es total toll, Jona, dass ihr Visionen habt und Visionen lebt. Und das müssen wir in unsere Lehrkräfte Ausbildung und auch Fortbildung mit aufnehmen, solche Leuchtturmprojekte auch mal aufzuzeigen und zu gucken, was ist eigentlich möglich und was kann man wagen in unserem Bildungssystem. Wie kommen da Eltern mit Lehrkräften ins Gespräch, ins gemeinsame Gespräch, dass Ängste ausgeschaltet werden, man gemeinsam nachdenkt, was ist denn gute Bildung für unsere Kinder. Deshalb ist der Orientierungsrahmen ein Schritt, um das in unser System reinzubringen, mitzudenken, aber natürlich brauchen wir Energie, um auch darüber hinaus zu denken und an Schulen diese weiterentwickeln zu können und transformieren zu können. Dafür brauchen wir Unterstützung in den Schulen von der nonformalen Bildung. Hilfen von außen, Ideen von außen, die uns stützen und stärken und den Rücken stärken. Also Lehrkräften muss vielmehr noch der Rücken gestärkt werden, dass sie mutig werden. Ich mache ja im Pilotprojekt am Studienseminar, versuche ich das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen über Modulsitzungen zu implementieren. Und da ist die Frage ganz groß, darf ich denn das in meinem Unterricht überhaupt machen? Frau Schauer, geht das denn überhaupt? Wo ist denn da die Legitimation? Und da hilft es, solche Rahmenbedingungen zu haben. Und es hilft zu sagen, ja, wir haben nicht nur curriculare Rahmenbedingungen. Nein, wir müssen auch gucken, was ist denn eigentlich die Legitimation für die Kinder? Ja, was brauchen die denn eigentlich? Das muss man in der Lehrkräfteausbildung mitdenken, beibringen oder was ist denn eigentlich die Legitimation für die Gesellschaft und welche Gesellschaft wollen wir denken? Das alles braucht Zeit, weil wir ja schon sehr, also weil es eine sehr lange Geschichte hat, dieses Bildungssystem und da eine Transformation heranzuführen, dafür braucht es diese Zwischenschritte und dafür ist dieser Orientierungsrahmen eben eine Riesenchance, dass wir das in Bildung und in unsere Strukturen reinbekommen. Mutige Kolleginnen und Kollegen gibt es an jeder Schule und die dürfen eben nicht alleine stehen, sondern müssen abgeholt werden von der ganzen Schule und da hilft es nur dass wir da in Bildungspläne reinkommen, in solche Strukturen reinkommen, dass das legitimiert ist und nicht nur einer macht, sondern es eine Anforderung auch von außen gibt, eine Legitimation von außen, dass wir uns alle als Schulgemeinde auf den Weg machen können. Und da müssen wir auch noch einen Schritt weiter gehen, von institutioneller Seite aus, denke ich, und weiterdenken. Um da zu unterstützen, was darf ich eigentlich, wie viele Visionen darf ich eigentlich und da die Chancen auch wirklich mitzunehmen. Weil die Grenze sehe ich auch da drin, dass es wieder nur einen Rahmen gibt und nicht weiter öffnet, dass es wieder nur die Fachbereiche legitimiert und sagt, wie kann ich denn das einbringen und trotzdem allen gerecht werden und trotzdem diesen Leistungsanspruch behalte. Also was ist Leistung, Jona? In deiner Schule ist Leistung ja viel mehr als einfach nur für den Test zu lernen. Da ist Leistung für das Leben zu lernen. Und das müssen wir schon in der Lehrkräfteausbildung mitdenken. Also deshalb ist es gut, dass Bildungslandschaft immer bunter wird, Schulen immer bunter werden. Da muss man stützen, Schulen vernetzen, aufzeigen, was geht an anderen Schulen, miteinander ins Gespräch bringen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, so viel dazu erstmal.
Danke, Tina, danke dafür. Ich merke schon, ich habe euch in der Vorbereitung natürlich so gute Fragen geschickt, ja, dass wir natürlich viel länger darüber diskutieren können, als eigentlich vorangesehen. Wir hatten ja eigentlich angedacht, vielleicht so eine Art Abschlussstatement zu haben, und das geht jetzt nur ans, an unsere PodiumsteilnehmerInnen hier, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich denke, wir machen jetzt weiter noch mit der nächsten Frage in Bezug auf polyzentrisches und polyzentrisches Lernen und Antirassismus. Und dann kommen wir zum Schluss zu euren Visionen und Abschlussstatements kombiniert, sodass wir noch ein bisschen Zeit haben für die Fragen aus dem Publikum. Die nächste Frage will ich allerdings auf keinen Fall skippen, weil ich natürlich genau wie Nadine auch aus einer besonders rassismuskritischen Perspektive auf dieses Thema schaue. Und deswegen interessiert mich besonders Folgendes. Seit einiger Zeit gibt es in der Entwicklungs- und Umweltpolitik und auch in anderen Bereichen, sowie auch um Debatten im Bereich globales Lernen, grundlegende Kritik an einem vorherrschenden Eurozentrismus. So, und jetzt ist die Frage an euch, ist polyzentrisches, also nicht eurozentrisches, ist polyzentrisches globales Lernen und eine gerechte Nachhaltigkeit für alle Menschen überhaupt möglich, ohne ein Wissen um die Geschichte und Kontinuität des Kolonialismus und ohne eine kooperative Zusammenarbeit mit antirassistischen bzw. dekolonialen Initiativen und Selbstorganisationen mit ihren jeweiligen Expertinnen? Ich weiß, die Frage ist natürlich extrem suggestiv. Ich freue mich trotzdem auf eure Antworten diesbezüglich, auch mit dem Blickwinkel, dass ja auch zum Beispiel Mandy gesagt hat, hier geht es um die Einbindung kritischer Zivilgesellschaft, aber ist das die kritische Zivilgesellschaft oder sind das mittlerweile natürlich schon Expertinnen, die an diversen Stellen, an Unis, in der Wirtschaft und so weiter angekommen sind? Okay, ich bin neugierig. Tina, was sagst du zu der Frage? Ja, es ist eine Suggestivfrage und ich sage einfach mal, die Antwort ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen, das wirklich ganzheitlich in die Bildung reinzubringen, nämlich, dass ich das nicht nur als Umweltbildung sehe, wo es ja früher auch mal stark angesiedelt war bei uns in Hessen mit Umweltschulen, sondern dass ich da in Schule Menschenrechts-, Demokratiebildung, Friedensbildung reinbringe. Ich finde eine Transparenz der zeitlichen Dimensionen ganz wichtig in Schule. Ein Geschichtsverständnis, das muss ich aufbauen von klein auf. Dafür brauche ich eine gewisse Abstraktionsfähigkeit, aber das muss ich immer weiterentwickeln. Ich brauche eine Begegnung. Ich brauche Zeugen in Schule immer wieder von klein auf, dass ich das Verständnis von einer Welt entwickle. Das heißt, für mich sind neue Medien in Schule ganz wichtig, dass ich nicht nur mich und hier sehe, in meiner Kommune, in meinem Land, sondern dass ich wirklich global Menschen sehe, dass ich wegkomme von Fehlvorstellungen, nämlich in echten Kontakt mit allen Menschen weltweit. Dafür sehe ich eine ganz große Chance in der Digitalisierung, die wir da nutzen müssen, um wirklich Multiperspektivität an Schulen zu fördern. Wichtig finde ich, dass wir bei Kindern Mitverantwortung, Solidarität in Schulen stärken, dass wir nicht nur in Fächern unterrichten, sondern überlegen, wie können Kinder in Schule partizipieren, vielleicht selber auch darüber nachdenken, was brauche ich eigentlich, mit wem muss ich mich austauschen, um wirklich tief über Dinge nachdenken zu können. Kinder brauchen Transparenz über die Ziele der Schule, deshalb muss ich auch, denke ich, immer mal wieder da in Reflexionen gehen, in Feedback gehen, um das zu sehen, um Multiperspektivität an Schule zu lehren. Und nur dann kann ich es lösen. Dann bekomme ich eine Systemkompetenz, einen ganzheitlichen Blick auf die Sache. Und dann so können wir Kinder in Schule gut ausbilden, dann denke ich, wenn wir die Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich ernst nehmen.
Vielen Dank, Tina. Ich freue mich jetzt auf das, auf die Gedanken von Nadine. Ja, also ich finde, dass die Konzepte nicht möglich sind, ohne bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse mitzudenken. Jona hat ja vorhin auch schon deutlich gesagt, dass Bildung abhängt von bestehenden Machtverhältnissen. Also sei es Zugänge zur Bildung, sei es das Durchlaufen des Bildungssystems. Also an ganz vielen Enden hat es eine Relevanz. Nicht an ganz vielen Enden, sondern an ganz vielen Stellen hat es eine Relevanz. Und wenn wir den Anspruch haben, kritisch emanzipatorische Bildungslandschaften, ich benutze mal diesen Begriff, weil ich das ein schönes Bild fand oder finde, dann finde ich, muss es das Wissen um Geschichte und damit, wie Gegenwarten sich zusammengesetzt haben oder was Gegenwarten beeinflusst, muss dieses Wissen Kindern an die Hand gegeben werden, damit sie damit arbeiten können, damit sie auch Zusammenhänge verstehen, damit sie auch verstehen, dass es nicht irgendwie individuelle Entscheidungen nur sind, wo sie gesellschaftlich stehen, sondern dass eben Strukturen und Institutionen Einfluss darauf haben. Und aber auch, dass sie wissen, okay, wie haben sich andere vor mir dazu verhalten, was gibt es für Möglichkeiten, welche Organisationen gibt es, wie kann ich mich irgendwie politisch einbringen. Dafür finde ich, ist es wichtig, auch mit Akteurinnen aus Zivilgesellschaften, mit antirassistischen Organisationen, mit postkolonialen, mit migrantischen Organisationen zusammenzuarbeiten und deren Wissen zur Kenntnis zu nehmen. Genau, vielleicht so kurz. Vielen Dank, Nadine. Jetzt nach den beiden Statements von zum Thema Einbeziehen und Geschichtsverständnis mit Bezug auf Kolonialismus bin ich neugierig, was Mandy zu euren beiden Statements zu sagen hat. Wort an dich. Ja, vielen Dank. Ich finde diese Frage, inwiefern oder ob polyzentrisches globales Lernen und gerechte Nachhaltigkeit ohne Wissen um Geschichte und die Kontinuität des Kolonialismus hergestellt werden kann, natürlich auch suggestiv. Und ich würde sie anders stellen. Ich würde fragen, natürlich kann sie das nicht. Die spannende Frage ist, wie kommen wir dahin, dass in den bestehenden BNE-Aktivitäten und in den Aktivitäten für globales Lernen dieses Wissen um Kolonialismus und die Geschichte sozusagen einer eurozentrischen Weltsicht dominiert und wie kriegen wir das gebrochen, wie kriegen wir Vielfalt in bestehende Strukturen. Und ich finde, das bindet ganz gut zurück an die Hauptfrage dieses Podiums, wer gestaltet eigentlich die Zukunft der Schule und welche Initiativen, welche Akteurinnen sind da eigentlich mit am Start. Und ich finde, wenn wir uns Bildungspolitik vom ganz Kleinen, von der sozusagen Politik im Klassenraum bis hin zu Länderpolitik, Bundespolitik, aber auch EU-Politik und internationaler Politik anschauen, dann ist es nicht mehr sozusagen nur hierarchisch von den staatlichen Akteuren dominiert. Die haben immer noch ein großes Gewicht und eine sozusagen tragende Rolle, aber es gibt viel mehr auch kritische Wissenschaft, es gibt viel mehr zivilgesellschaftliche Organisation, die Bildungspolitik mitgestalten und auch im kleinen Klassenraum, Tina, du hattest das angesprochen, die Eltern, die quasi mit entscheiden wollen, was sozusagen gelehrt wird in der Schule, die können natürlich auch für die BNE und globalen Lernaktivitäten meine Verbündeten sein, um sozusagen solche Themen stark zu machen. Das heißt, Lehrkräfte stehen nicht nur unter einem sehr großen Druck und müssen sehr viele Anforderungen erstellen, sondern eigentlich haben sie auch sozusagen von der Geschichte der Bildungspolitik zunehmend mehr Gestaltungsspielräume, die sie auch einsetzen können. Jona hatte dieses Beispiel mit der Kooperation einer Schule gesagt und die Lehrkraft, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die hat ganz, ganz phänomenal einfach gesagt, ihr ist
nicht egal, aber ist zweitrangig, was im Lehrplan steht. Sie versucht, die Aktivitäten, die Nachhaltigkeitsaktivitäten, die sie mit den Kindern voranbringt, versucht sie an den Lehrplan irgendwie anzudocken. Aber ihr geht es eben auch um eine lebenswerte Zukunft, um eine gerechte Zukunft. Das heißt, Lehrkräfte haben da sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum zusammen mit den sozusagen nonformalen außerschulischen Akteurinnen. Und ich finde es sozusagen super spannend, gemeinsam auch noch darüber nachzudenken, wie können eigentlich die Aktiven in der Szene darauf hinwirken, dass postkoloniale, rassismuskritische, eurozentrismuskritische Perspektiven viel stärker in der BNE und globalen Lerndebatte aufgegriffen werden und viel stärker das zusammengedacht wird oder als integraler Bestandteil gedacht wird. Und ich finde, das kann ich als Bildnerin, wenn ich einen Projektantrag schreibe, dann schreibe ich es eben nicht vorne drauf, aber realisiere es, wenn ich weiß, die Förderinstitution ist zum Beispiel nicht sozusagen so kritisch, das ist eine staatliche Förderinstitution beispielsweise, oder wenn ich in einer Jury sitze und ein tolles postkoloniales Projekt vorgestellt bekomme, mit meinen Jurymitgliedern ins Gespräch komme. Also es gibt ganz vielfältige Einflussarenen, wo, glaube ich, diese Perspektiven noch stark gemacht werden können und vorangebracht werden können. Und ich glaube, ich würde deswegen die Frage eher so denken, nicht müssen Sie das, sondern wie schaffen wir es? Wie können wir dahin gelangen? Und diese Entscheidungsträgerinnen, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung für dich, Jona, die du angesprochen hast, die den Mut haben. Ich finde, das sind halt wir alle. Wir alle sind Entscheidungsträgerinnen dafür, wie wir Bildungsarbeit gestalten. Und wir alle sind Entscheidungsträgerinnen dafür, wie wir gesellschaftliche Transformationsprozesse auch im Kontext von Bildung voranbringen. Punkt. Vielen Dank, Mandy. Jetzt bin ich noch neugierig, was Jona denkt zu eben jener Frage Kontinuitäten von Kolonialismus und die Einbindung von antirassistischen bzw. kolonialen, dekolonialen Initiativen. Okay, also meine Antwort wird euch jetzt auch nicht überraschen. Nein, es ist nicht möglich, das Ziel globaler Gerechtigkeit zu verfolgen, ohne die Aufarbeitung der kolonialen Geschichte, die unsere gesellschaftlichen Verhältnisse bis heute maßgeblich prägt. So, also ganz klar auch in unserer Arbeit im Konzeptwerk, wenn es darum geht, zu gucken, wie kann ein gutes Leben für alle aussehen im Rahmen der ökologischen Grenzen unseres Planeten, dann ist das auch die Frage nach den imperialen Lebensweisen von heute, des Lebens weniger auf Kosten anderer, was durch die Kolonialgeschichte geprägt ist. So, deswegen ist es ganz zentral, sich die auch anzugucken und daraus zu lernen und diese Kontinuitäten zu verändern. Zu dem zweiten Teil deiner Frage, ist polyzentristisches globales Lernen und BNE möglich ohne kooperative Zusammenarbeit mit antirassistischen oder dekolonialen Initiativen? Da beschäftigt mich und auch uns im Konzeptwerk und auch uns in der Reflektor die Frage, welche Voraussetzungen hat denn diese kooperative Zusammenarbeit in einer Gesellschaft mit Rassismushintergrund, die Trennungen herstellt? So, also diese Zusammenarbeit, die ist gar nicht so einfach herzustellen, die ist auch ein sehr langfristiger Prozess, so, weil es eben diese Trennungen gibt. Und ich denke auch, dass sich das in der Konferenz wiederfindet, das findet sich bei uns im Konzeptwerk wieder. Wir sind ein weißer Raum, so, und möchten unsere Utopien aber mit allen gesellschaftlichen Perspektiven entwickeln. So, und dieser Anspruch ist aber gar nicht so leicht umzusetzen. Und da stellt sich mir eben die Frage, welche Voraussetzungen hat das? Das hat die Voraussetzung, offen zu sein für eigene Lernprozesse, für eine selbstreflexive Auseinandersetzung und Dekonstruktion von gesellschaftlichen Verhältnissen. Ja, mit dem Ziel, eben breite Allianzen zu bilden. Was ja aber ein langer Prozess ist, der jetzt nicht von heute auf morgen hergestellt werden kann. Leider.
Ja, das wäre jetzt meine Antwort darauf. Also vor allem eine Frage. Ja. Ja, dass es um langfristige und auch irgendwie viel Vorarbeit wahrscheinlich geht und Vertrauensbildung, stimmt wahrscheinlich, ne, weil hier geht es ja um auch Strukturen, die aufgebrochen werden müssen und ein Ungleichverhältnis und eine Überrepräsentanz von Menschen ohne bestimmte Diskriminierungsformen an bestimmten Stellen, auch an Entscheiderpositionen und so weiter. Ich freue mich über die Antworten auf diese Frage und würde jetzt tatsächlich noch 10 Minuten, ich glaube, wir überziehen so 15. Wir sind ja auch ein bisschen später gestartet. Jetzt noch ein bisschen Raum geben für Fragen aus dem Publikum an euch, bevor wir zu euren Visionen als Abschlussstatements dann noch ge gelangen. Und was hat mir jetzt Nadine geschickt? Ich schau mal eben. Sabine, die an einer Uni in den USA lehrt, fragt, welche Möglichkeiten gibt es denn, mit Schülerinnenvertretungen und Studierenden zu arbeiten, um sozusagen Druck von unten zu erzeugen, um diese Pläne mehr bekannt zu machen? Und wie können wir Eltern mit einbeziehen? Ja, wir haben die Schülervertretung natürlich, die ein Organ ist. Wir haben das, denke ich, bei den Fridays for Future Aktivistinnen gesehen, wie viel erreicht werden kann, wenn man auf die Straße geht, wenn man ungehorsam ist, wenn man sich seinen Freitag selber nimmt. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, ja, wirklich loszulegen und sich zu verbünden und gut, das eine ist die Straße, das andere ist, wie komme ich mit den Bildungsakteurinnen ins Gespräch? Ja, und da kann ich nur sagen, wir sind alle sehr gesprächsoffen. Und da kann man jederzeit ins Gespräch gehen, egal ob von Studierendenseite, ob von Lehrkräfte im Vorbereitungsdienstseite oder SchülerInnen. Wir sind jederzeit gesprächsoffen. Wir haben in Hessen einen runden Tisch. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da sind wirklich von allen Seiten Akteurinnen vertreten, also Studierende sind vertreten, SchülerInnen und von daher sind wir da im Gespräch tatsächlich und da gibt es Möglichkeiten und Strukturen zu. Danke, Tina. Genau, Wendy, du hebst schon deine Hand. Ich wollte genau an dich abgeben, weil du ja damals in einem Studierendennetzwerk zum Thema nachhaltige Entwicklung gelauncht hattest und deswegen deine Perspektive hier bestimmt spannend ist. Ja, danke, Anna. Ich finde auch, da sind die Möglichkeiten total vielfältig. Angefangen von Hochschulinitiativen, das haben wir damals gemacht und es besteht immer noch ganz viele Nachhaltigkeitsinitiativen an der eigenen Hochschule, die selbst organisierte Seminare gestalten, die öffentliche Veranstaltungen gestalten. Das Netzwerk N hat mittlerweile ein Format, das nennt sich Konferenz N, beziehungsweise auch, jetzt fehlt mir der Name. Auf jeden Fall ein total spannendes Format, wo Entscheidungsträgerinnen der jeweiligen Hochschule zusammengebracht werden mit wissenschaftlichen Expertinnen und Studierendenvertreterinnen und auf Veranstaltungen diskutiert wird, wie kann die Hochschule ihre eigene Nachhaltigkeitstransformation noch stärker voranbringen. Es gibt andere, also total wirksam, total gut, dieses Format. Perspektive N heißt es jetzt, weiß ich es auch wieder. Es gibt andere ja, Beteiligungsformate auf Bundesebene, auf Landesebene. Auf Bundesebene ist zum Beispiel das UPenn gerade ein ganz aktives Gremium innerhalb dieser BNE-Szene, die wirklich auch versuchen, und gerade diejenigen sind, die kritische Stimmen aktuell eine Resolution zu Corona und BNE lanciert haben, vorangebracht haben. Das heißt, da kommen immer wieder ganz wichtige Impulse. Die spannende Frage, die ich finde beim Stichwort Jugend, Beteiligung oder auch ja, Studierendenbeteiligung.
Wie kann eigentlich dieses Engagement auf der Straße, was sich auch im Kontext von Fridays for Future gezeigt hat, die sozialen Bewegungen, wie kann es da ein gutes Zusammenspiel geben mit, ich nenne es gerne so ein institutionalisiertes Engagement, das heißt dann auch in den Hochschulgremien, im Öko-Referat des AStA oder des Studierendenrats aktiv sein, die Hochschulpolitik mitgestalten oder Landesjugend, Landesschülerinnenvertretungen mitgestalten. Wie kann das eigentlich gut zusammengehen? Weil die Studien, die es gibt zum Thema Jugendengagement, die sagen eigentlich, dass sozusagen dieses kurzfristige und sehr aktionsbetonte Engagement sehr viel attraktiver ist als die langfristigen Bindungen, die dann auch mit den Mühen der Ebene in der Transformation von Bildungseinrichtungen zusammenhängen, dass die eigentlich nicht mehr so ganz attraktiv sind. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, wie kann das eigentlich gut verknüpft werden, was nicht heißt, dass es sozusagen ineinander übergeht, sondern was kann da ein gutes Verhältnis sein, eine gute Zusammenarbeit in dieser Allianz der Kräfte. Vielen Dank an euch beide. Ich gehe jetzt einfach zur nächsten Frage, sodass wir noch ein, zwei weitere gestellt und beantwortet bekommen. Und zwar hier ist eine Frage nach Lektüre oder Materialempfehlung für LehrerInnen. Und zwar für ja, Lernmaterial, die eine schwarze Perspektive oder Perspektiven of Color und diese Stimmen eher repräsentieren. Die Frage kommt von Clara, einer Lehrerin. Nadine, bitte. Dankeschön. Ja, die Frage ist natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es gibt ja ganz diverse Schulformen, es gibt eben Altersgruppen und so weiter und so fort. Es gibt schon relativ, also es gibt einige Materialien, aber so ganz unspezifisch, also ohne jetzt irgendwie zu wissen, zu welchen Themen und so weiter es geht, ist die Frage nicht wirklich zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ich sozusagen Werbung machen darf, aber vielleicht kann Nadine sonst, die Kontakt hat zu der Fragenperson, meine E-Mail-Adresse von Kafi weitergeben. Und dann kann die Frage vielleicht konkretisiert werden, sodass man bilateral dann, dass ich was zuschicken kann. Und ich wollte noch was sagen zu der vorherigen Frage, auch ganz kurz. Zu der Frage, wie können Kinder, Jugendliche und auch Eltern mitbeteiligt werden. Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, dass ich es glaube, dass es wichtig ist, auch Eltern zum Beispiel in solche inhaltlichen Debatten mit reinzunehmen. Also in Schule läuft das ja sehr, also oft, dass es nur so um Mitteilung geht und irgendwie um Organisatorisches, aber wenig, dass Eltern auch irgendwie mitgenommen werden, was pädagogische Konzepte und was neueste Entwicklungen, also ja, wir haben das mal begleitet, nicht nur einmal, sondern bei verschiedenen Kitas, aber auch Schulen und ganz spezifische Elternräume zu schaffen, also zum Beispiel Räume auch räumlich, also dass Eltern auch einen Raum hatten, wo sie sich treffen können, wo Umfragen gestartet wurden, was wünschen sich Eltern für Inputs zu welchen Themen. Und da haben Schulen, Kitas ganz andere Anbindungen an Eltern geschafft und haben auch nochmal ganz anders Expertisen unter den Eltern wahrnehmen können. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch für Kinder und Jugendliche, also zu gucken, was sind gerade aktuelle Themen. Ja? Also ich finde es zum Beispiel spannend, dass jetzt, also es ist natürlich irgendwie so aus schwarzer Perspektive so, warum jetzt erst, aber trotzdem cool, dass es mehr Anfragen jetzt aus Schulen gibt, oft von Schülerinnen, nicht von irgendwie Schulleitung, aber von Schülerinnen, die sich wünschen, Inputs zum Beispiel zu Black Lives Matter zu bekommen und so weiter und so fort. Und solche Themen, Räume dafür zu geben, und die Ressourcen, damit Schülerinnen sich mit den Fragen, die sie beschäftigen, auseinandersetzen können.
Genau, und vielleicht jetzt eben zu der Frage, weil ich jetzt gar nichts gesagt habe, aber ein Beispiel für Materialien aus schwarzer Perspektive ist die Ausstellung Home Story Deutschland, schwarze Biografien, Geschichte und Gegenwart, die seit 2005 durch Deutschland und irgendwie auch durch andere Länder tourt. Und wo es seit 2013 auch ein Jugendreader, also ein Schulbuch und Lehrerinnenmaterialien gibt. Und da wurden in Fortbildung für Lehrkräfte eben auch für ganz verschiedene Fächer Möglichkeiten angeboten, wie kann man in verschiedenen Fächern zum Beispiel mit Biografien arbeiten von schwarzen Menschen in Deutschland. Also gar nicht sozusagen die so weit weg zu gehen, sondern irgendwie vor Ort zu gucken. Genau, also da gibt es zum als Beispiel jetzt, ne? Aber so ganz konkret, es kann natürlich auch, ja, wie gesagt, da müsste ich wissen, welche Fächer und Schulformen und so weiter und so fort. Ja, danke. Ja, super, vielen Dank. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen in die letzte Runde und schließen tatsächlich mit euren Visionen. Denn wir haben wir uns hier ja getroffen, online, aufgrund des Kongresses, der da heißt Zukunft für alle. Und deswegen bin ich super neugierig darauf, was ihr zu sagen habt, was sind eure Visionen, was ist eure Utopie in Bezug auf globales Lernen, in Bezug auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Oder vielleicht habt ihr eine ganz, ganz neue Idee, die ihr mitgebracht habt. Wir schauen mal von weg bis ins Jahr 2048, genau wie das der Kongress auch tut und auch eine Broschüre diesbezüglich zusammengestellt hat. Und bin neugierig, inwieweit sich das deckt in Bezug auf eure Visionen, eure Utopien. Ich schlage vor, wir fangen an mit Jona. Also meine Utopie deckt sich eins zu eins mit dem, was in der Broschüre stehen wird, weil ich den Text mitgeschrieben habe. Und meine Utopie findet sich auch in dem dazugehörigen Blogbeitrag auf der Seite des Konzeptwerks. Also lest ihn euch gerne durch. In kurzen Stichworten, es gibt keine Schule mehr in meiner Utopie. Es gibt diese offenen Lernlandschaften für alle Menschen, die sich dort begegnen können und zusammentun können. Es gibt LernbegleiterInnen, die irgendwie gleichwürdige PartnerInnen sind in dem Prozess und begleiten durch Reflexionsangebote, Inspirationen, Moderationsangebote, was auch immer. Es geht um Fragen des Lebens, Zusammenlebens, Überlebens, wie schon gesagt. Das sind Orte demokratischer Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Diese Orte des Lernens sind barrierefrei und an menschlichen Bedürfnissen orientiert. Und zwar für Menschen in all ihrer, in ihren vielfältigen Varianten, wie es sie gibt. Ach, ich denke, das reicht schon so. Also den Rest könnt ihr nachlesen, bevor ich das jetzt hier alles runterratte. Lest es euch in Ruhe durch und entwickelt eure eigenen Vorstellungen dazu. Genau, Jona hat sofort eine Broschüre verraten. Das wusste ich nicht. Ich habe nicht auf die AutorInnen geschaut, aber super. Hab's in meinem E-Mail-Postfach und lese das bestimmt nochmal en Detail. Mandy, wie sieht deine Utopie, deine Vision aus für das Jahr 2048? Ja, ich schließe mich in ganz vielen Punkten Jona an. In meiner Utopie gibt es allerdings Schulen noch. Sie sind allerdings ganz anders und es gibt nicht mehr BNE und globales Lernen, weil Lernen integriert ist in gesellschaftliche Veränderungsprozesse, in demokratische Transformationsprozesse. Lernen findet in Bildungslandschaften statt, zwischen ganz vielen Bildungsinstitutionen. Und so der Kern dieses Lernens, das Ziel dieser Bildungsinstitutionen ist es, die intrinsische Motivation von jungen Menschen zu stärken, Teil ihrer gesellschaftlichen Umgebung zu sein. Und Pädagoginnen sind ganz sozusagen arg angesehen in dieser Utopie. Sie sind nicht nur finanziell gut ausgestattet, sondern auch mit hohem gesellschaftlichem Ansehen. Und sie sind vor allem, das ist mir ein wichtiger Punkt, der noch nicht kam, sie sind nicht nur im Hinblick auf fachliche Fragen und didaktische Aspekte sehr stark ausgerüstet oder sozusagen ausgestattet, sondern auch für emotionale Begleitprozesse von jungen Menschen. Denn wir werden sozusagen mit zunehmenden Krisen, Klimakrisen, anderen globalen Krisen, Pandemien und so weiter,
viel stärker dafür Sorge tragen, dass junge Menschen resilient sind und Krisen sozusagen fest sind, mit Krisen gut umgehen können. Und Pädagoginnen der Zukunft sind dafür genau ausgestattet, dass sie diese emotionalen Grundvoraussetzungen auf Seiten der jungen Menschen gut stärken können und ihnen einfach so eine sozusagen ja, Grundhaltung von wir kommen da durch und wir können Zukunft gestalten, auch wenn es manchmal anstrengend und krisengeschüttert ist. Das können die in zwei, hoffentlich schon vorher als 2048. Yes, sehr gut. Wir sind auch emotionale Wesen tatsächlich. danke für die Vision. Nadine, was sind deine Gedanken in Bezug auf Bildung im Jahre 2048? Also, ich bin noch total geflasht von von Jonas Idee, es gibt keine Schulen mehr. Das habe ich mir noch gar nie denken. Deswegen ist in meiner Vision, gibt es jetzt erstmal noch Schulen, aber nach dem Podium denke ich auch darüber nach, inwieweit ich mir selbst da Grenzen setze. Ich finde es erstmal total schön, Visionen zu haben und fände es wichtig, dass Schulen oder Orte des Lernens, Lernlandschaften, Orte sind, an denen Visionen möglich sind. Also wir haben ja erwähnt und wissen vermutlich, also diejenigen, die irgendwie dieses bundesdeutsche Schulsystem durchlaufen haben, dass Schule eigentlich dafür gedacht ist, sozusagen, damit wir uns in Gesellschaft orientieren können, dass wir bestimmte Funktionen erfüllen können. Das heißt, es ist schon etwas für uns vorgesehen und wir sollen lernen, uns nur darin bewegen zu können. Das ist der Anspruch von Schule. Aber für mich bedeutet Schule im Jahr 2048, dass es ein Ort ist, an dem Visionen möglich sind und an dem in dem Kinder befähigt werden, auch diese Visionen zu äußern in Sprache oder Bilder oder was auch immer, irgendeine Form von Ausdruck zu schaffen und das erlauben. Das Erlauben von Visionen, das Erlauben von, dass es möglich ist, Veränderung, aber dass es auch gewünscht ist. Und also das ist für mich eigentlich schon der Hauptpunkt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, also für mich wäre Schule auch ein Ort, wo alle Menschen gerne hingehen. Also sowohl Kinder, aber auch Lehrkräfte, alle, die irgendwie mit Schule beteiligt sind, auch Eltern, dass es ein Ort ist, den sie als Bereicherung erleben und wo sie sagen, schön, dass ich da sein darf, schön, dass ich dahin gehen kann. Und wo ich Fragen mit Fragen kommen kann und Antworten gemeinsam mit anderen finde. Und Schule ist auch ein Ort, wo man gemeinsam an Antworten sucht. Also wo nicht irgendwie Schulbücher oder bestimmte Rahmenkonzepte schon vermeintlich die Antworten vorgeben, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, neue Antworten zu entwickeln, die auch vielleicht eine Expertise oder ein Wissen von außen mit zur Kenntnis nehmen. Ja? Also dass deutlich wird, auch außenstehende Bücher, außenstehende Personen haben Expertisen, die mir vielleicht ja, etwas bringen und die vielleicht mich näher dahin bringen, wo ich hingehen möchte. Und mit gerne hingehen meine ich auch, dass es für mich Orte sein sollten, wo keine Angst herrschen sollte, sowohl Angst auf Seiten der Kinder als auch auf Seiten von Lehrkräften, also an nicht, keine Angst vor Eltern haben müssen, wo es Strukturen gibt, wenn es diese Ängste gibt, dass man das irgendwie besprechbar macht. Genau, also das ist eher so ein interessengeleitetes, visionengeleitetes, auch ein kooperatives Arbeiten und miteinander Lernen, also auch Lernen auf Seiten von Lehrkräften, dass das nicht sozusagen nur Kinder sind da, um zu lernen oder Eltern sind da, um zu lernen, sondern eben auch auf Seiten von Lehrkräften. Genau, und das eben zur Kenntnis zu nehmen, dass das eingebettet ist in verschiedene Wissen, die Schule auch umgeben, ja, also in verschiedene Communities oder auch Städte und Zusammenarbeit, Campus-Schulen, also zu gucken, kann ich neue Erkenntnisse aus Wissenschaft zum Beispiel mit in Schule implementieren. Genau.
Und ich finde es auch toll, wenn im Jahr 2048, wenn es keine Noten mehr gibt, weil ich glaube, dass man Lernfortschritte anders beschreiben kann und anders ausdrücken kann, als sozusagen mit dieser Bewertung und gerecht werden von Bewertung. Und genau, das würde ich sagen, sind in Kürze meine Visionen. Nicht Versionen, sondern Visionen von Schule 2048. Unglaublich. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch locker eine ganze Stunde mit euch über diese Visionen sprechen. Da wir aber zeitlich eingeschränkt sind, übergebe ich jetzt die letzten Gedanken zum Thema Visionen und Utopien für Schule und Bildung im Jahre, oder Schule in Klammern, Bildung im Jahre 2048 an Tina, bevor wir uns hier verabschieden. Ja, vielen Dank für eure Vision. Die finde ich alle total toll und tragen auch ganz weit. Ich denke, wir brauchen alle Flügel, weil wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, auf was wir Kinder vorbereiten sollen und können das immer nur nach bestem Wissen und Gewissen. Meine Vision ist eine sehr bescheidene gegenüber euren. Also bei mir, ich denke auch noch Schule, noch nicht so frei wie Jona. Finde ich aber ganz toll, diese Vision, Jona. Ja, kleine Schritte sind meine Vision, dass wir Schule öffnen, dass Schule bunt wird, weil wir wirklich nicht wissen, was Zukunft bringt, dass es möglichst viele verschiedene Ideen, viele verschiedene Visionen gibt und wir von diesen lernen können. Wäre so meine Idee, weil ich so gesehen habe, ihr habt alle verschiedene Ideen und ja, man kann Kinder, denke ich, auf unterschiedlichste Weise vorbereiten und sie brauchen ja auch die unterschiedlichsten Dinge. Die einen brauchen vielleicht einen etwas engeren Raum, die anderen einen etwas weiteren Raum. So kann man vielleicht gucken, was ist eine Schule, die zu mir passt, zu meinem Kind passt. Möglichkeiten natürlich, Jona, selber Schulen zu gründen, selber Ideen zu schaffen. All das finde ich total wichtig. Das Wichtigste finde ich, Kindern Mitbestimmungsrechte zu geben, was sie brauchen. Das wäre so meine größte Vision, dass wir sie beteiligen an ihren eigenen Bildungsprozessen, natürlich auch die Eltern mit ins Boot holen. Das versuchen wir ja schon an vielen, vielen Stellen, dass wir das noch ausweiten. Da wäre ich schon sehr dankbar und glücklich. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind tatsächlich fast 25 Minuten drüber. Ich hoffe, es waren immer noch ZuhörerInnen auf der YouTube-Seite und haben noch mitverfolgt, welche spannenden Visionen ihr geteilt habt. Bin ein Riesenfan davon und deswegen auch freue mich super über dieses Gespräch mit euch Vieren. Und weil wir schon so spät und fortgeschritten sind, gar nicht viele Abschiedsworte von mir, außer danke an Jona Blum, danke an Mandy Singer-Brodowski sowie Nadine Golli und Tina Schauer. Ich hoffe, wir begegnen uns in der ein oder anderen Form bald wieder und in der Zwischenzeit viel, viel Erfolg bei der weiteren Transformation der Schule hin zu mehr Nachhaltigkeit und einer gerechteren Zukunft. Vielen Dank.